Wandern wir schon rauf, aber ich kann euch sagen, schaut bitte aufs Wetter. Schaut, dass es nicht vielleicht nicht ganz so heiß ist bei euch eurer Tour. Also wenn ihr den Klettersteig da irgendwann mal machen wollt. Ich glaube, da geht eh da schon der Klettersteig los. Ich glaube, wir werden uns da wo es schattig ist, anseilen. So, wir sind angeseilt. Dann gehen wir da rauf. Da ganz wichtig nochmal, sich die Tafel genau anzusehen. Da ja schon gleich mal mit einem Zieh da rauf. Ja. Wichtig, Bergrettung, falls man es braucht, 140. So, da. Jetzt los. Einstieg ist jetzt noch nicht so ultra schwer. Hat natürlich irgendwie wieder Papiertaschen verloren. Das nehmen wir mit. So, da. Du hast jetzt zwei Varianten. Einmal, du machst den B. Das ist nämlich das Apfenscherl. Da oben und machst die Variante B, wo du das außen rum gehst. Ich mach für euch natürlich das Offenschau. Das ist 1,73. Also meine 1,73. Ja, es geht, aber es ist an der Grenze. Aber bis jetzt muss ich sagen, sehr kräftig. Also da bin ich mit anderen Klettersteigen schon ganz andere Sachen gewohnt. Ja, aus Sicht aufs Frühschutzhaus. Das ist eine leichtere Passage. Gehen wir weiter. Wir sind jetzt auf 1840 Meter Seehöhe. Schauen wir mal, ob das mit dem zusammenpasst, was wir da haben. Ja, da steht 1805, aber das ist bei meiner Uhr so immer ein bisschen ungenau. Das ist jetzt die berühmte Passage, die es in die Bücher immer gibt. Sehr lange her und super rutschig ist schon, aber ausgestreckter Arm, dann geht das.
So hat das dort ausgeschaut. Wir sind bis jetzt konditionell anspruchsvoll. Also da hat er das Umhänger da. Also das kostet nun richtig Kraft. Also das wird am Anfang, das wirkt gar nicht so brutal, weil es wird so voll schwierig da. Also selbst wenn du am langen Arm gehst, musst du voll aufpassen. Da. Ich würde sagen, ab da, da erst, ab da würde ich sagen, bist du so ein halbwegs safe. Aber die ganze Passage da musst du richtig aufpassen, oder? Und vor allem eine wunderschöne Schutzhöhle. Erste Höhle. Verzählt. Da ist der erste Notausstieg erst. Am Sporngipfel geht es immer mit einem PC gerannt. Aber es geht schon noch. Ui, das wird lustig. Oh, das wird lustig. Weil es nämlich so fettig ist. Das wird interessant. Gute Schwung. Für kleinere Personen kann es bisschen spannend durch eine Sache werden. Obwohl, nein, ich würde fest. Schauen Sie, interessante Seilgruppen. Machen stehen gescheit überhängend. Vor allem wenn es da, sag ab 1,80 ist das da leichter. Ich habe einen scheiße Traverse. Und das schaut auch so aus, als müsstest du die dritte Ringe suchen. Nein, es geht los. Okay, nein, es geht los. Hier so rutschig.
Fliege. Der Rucksack ist zu groß. Scheiße, der Rucksack ist zu groß. Der Rucksack ist zu groß. Der Rucksack ist zu groß. Ein Kamin. Jetzt geht es wieder auf die Sonnenseite. Aber dafür kommt der Wind. Der macht es schon ein bisschen angenehm. Das da ist so eine typische Passage, wo du wirklich entscheiden musst, entweder du gehst da seitlich oder so wie ich da auf dem Grat oder ohne eingehängt. Das ist wirklich eine eigene Einschätzung. Ich muss sagen, dadurch, dass ich sonst noch so Klettersteige alpine Erfahrung habe, ist mir eigentlich so das am Grat fast lieber. Die zweite Höhle. Muss ich das anschauen. Hier und hier. Jetzt schauen wir mal, was der Rabe, den muss man finden. Drüber. Trauen wir uns da drüber hupfen. Oder dann nur das Seil hupfen. Puh, mir ganz raus, das ist wirklich. 73 ist das ein Thema. Oder so. Oder so. So, ich bin mir raus. Ui, das schwimmt. Nehmen wir das. So, Freibung. Also wenn du unter 1,80 bist, sind einige Sachen definitiv eine Mutfrage. Nur wieder eine Seilbrücke. Sie muss sagen. Das Seiltanzen. Das ist ein bisschen besser zum Greifen als wie die andere. Tja Leute, dort ist der zweite Notausstieg. Leider habe ich das da, wie ich das dann da habe, weil ich nicht mehr aufnehmen können. Weil mir leider nämlich gerade Batterie ausgegangen ist und jetzt gerade auf die nächste Batterie gewechselt habe. Aber gut. Ja, schade. Aber ja, dann gehen wir weiter. Im Sektor weiter. Quasi der zweite Teil des Brillklettersteigs. Wir sind wie gesagt 1230 Meter Via Ferrata. Also nicht unterschätzen. Ich würde sagen, gehen wir ein bisschen mit einer interessanten Stelle los. Ich muss da ein bisschen Zeit kraften. Almrauschspandl. Aber das geht. Das ist eher zum Landschaftsgenießen. Schönes Schnellfeld übrigens dort. Wir hätten eine kleine Mini-Wassersteine, ganz kleine Mini-Wasserstelle. Nein, haben wir nicht. Nicht zum direkt hingreifen. Du kannst echt nur sagen, Faszination Kalkalpen. Auch hier tröpfelt es runter. Aber nicht von mir, der schwitzt, sondern über den Tisch. Der schwitzt eigentlich gar nicht mehr so. Das hat sich ein bisschen beruhigt.
Da wird beim Zustieg ehrlich gesagt viel mehr geschwitzt. Kein Tritt vorhanden. Und das da auslassen. Ich glaube, das ist fürs Rostzeilenhänger vielleicht. Das zum Greifen war super. Rechts. Tut rechts zum Greifen. Das ist alles was. Du musst nur einen überhängen, du musst einmal schaffen. Dann geht das. Und nochmal wieder überhängen. So kommt die Leiter schon. Wieder die Suche nach Dritte. Da kommt dann nochmal so leicht überhängen. Es bleibt schwierig. Ui, das schaut fast überhängend aus. Das ist nicht lustig. Jetzt sind wir tot, das ist der Vogel. Das ist wirklich maximal CD. Maximal. Gewisses Vertrauen in Leitern ist hier definitiv von Vorteil. Das geht schon. Meine 70 Kilo wird schon dran. Sind ganz am Rand. Ganz am Rande. Aber Position 11. Schaut sich das an. Das ist ein Hohlraum irgendwie. Ganz komisch. Nicht schwierig, aber trittarm. Wie schön windig das macht. Nochmal eher hübsch als 500 schon bereit. Das Problem ist, wie machst du das? Ich kann sagen, also das hat mir jetzt total Kraft gekostet. Bist du narrisch? Jetzt sind wir durch. Also mir ist dies zu viel Abstand. Ich tue lieber so umhängen, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich sicherer. Ein Wandbuch gibt es dann dort. Oder woanders?
Gipfelbuch. Wo ist der Griff? Ist der fest? Also das nach der Leiter, das auch nicht unterschätzen. Jetzt geht der Tritt dazwischen. Sogar noch, wie sind wir so ein bisschen zittig. Na ja, ist gut. Da sehen wir es schon. Den großen Grill. Die Position. So, da kommen wir schon ein bisschen her. Luisa. Und wir haben einen Gast. Vielleicht nur ein wichtiger Hinweis. Also die Defekte, finde ich, sind mir jetzt eigentlich keine aufgefallen. Falls euch was auffällt, bitte das machen. Nochmal den Müll mitgenommen. Ja Leute, wir sind da schon wieder zurück auf 650 Meter und daher ein kleines Zwischenfazit zur heutigen Tour. Ich muss sagen, wirklich von den bisherigen Klettersteige der anspruchsvollsten, die ich bisher gemacht habe, definitiv. Also ich war wirklich oben als ich angekommen bin, wirklich froh, dass ich, oben das Gipfelkreuz, das Rote gesehen habe. Ja. Also was ihr euch merken sollt bei der Tour, also ich kann nur erzählen, ob ich es erfunden habe bei der Tour. Das am Anfang mit dem Affenschädel, hätte ich gesagt, das ist vielleicht, das geht eigentlich nur. Also ich bin der Meinung, wenn du beim Affenschädel schon ein Problem hast, dann hast du auf dem Steig aus meiner Sicht nichts verloren. Wie generell würde ich sagen, Anfänger generell. Was wirklich aus meiner Sicht die Schlüsselstellen sind, diese eine Querung da, die blendest du jetzt gleich nochmal ein. Und ganz klar die Leitern. Also so überhängende Leitern bin ich ehrlich schon bis jetzt noch weggegangen. Also ich habe mir nicht gedacht, dass Leitern so dermaßen schwierig sein können. Merkt euch das, wenn ihr die Tour machen wollt. In dem Sinne bleibt mir eigentlich gar nichts anderes zu sagen, als wie bis zum nächsten Video. Ciao.